Leute, wir sind zurück und ihr seht, die Friese ist auf jeden Fall komplett außer Kontrolle, aber für mehr Realität auf YouTube unter anderem, denke ich mir mal, lassen wir das für das Video so stehen. Dafür habe ich ein wunderschönes Miracle-Wear Textil an, was bald in den Shop kommen wird. Aber schaut selbst dabei und checkt die Miracle-Wear Stuff ab, denn heute reagieren wir wieder und zwar auf die Trend Twins. Ihr habt es euch gewünscht, beziehungsweise die Jungs wolltet ihr mal wiedersehen und deswegen gibt es heute die Anabolic Groceries und einen Arm Day Tipp. Also Einkauf und Arm Day mit den Trend Twins. Wir gehen rein. Das Intro ist ja wild. Today is already started terrible. Started my. Die Jungs habe ich ja bei den Arnold Classics in UK getroffen und ich muss zweimal hinschauen, weil die sind tatsächlich viel kleiner als ich gedacht habe in echt. Dann war es erstmal ganz komisch, die zu sehen. Hab dann noch kurz mit denen geschnackt, also sind auf jeden Fall korrekt drauf, aber ja man, so kann man sich täuschen, was Reality und Social Media angeht. Also stabil sind die auf jeden Fall, aber in der Größe dachte ich, ja, da fehlt was, Alter, da fehlt was. Aber wir gehen rein. David Trent Kauf. We don't have any groceries as well. You know, we got arms on the clock. And I need an optimal breakfast to get a good arm pump. I can't. Das stimmt auf jeden Fall, der optimal breakfast. Ihr wisst, hatte ich gerade auch. Den guten Reispudding mit Whey und einem Apfel dazu. So kann man reinstarten auf jeden Fall. I just spawn egg whites, so we're gonna go to the grocery store real quick. The main reason I started working out is, well, for sports, but also because I love to eat. So I work out so I can eat more. And right now, that is not happening. I'm working out to look shredded for nobody besides myself and the mirror and you guys. I never comment on nobody's video, but I see this one month. Das stelle ich mir auch schwer vor. Also ich snack mir auch gern mal einen rein, aber so ohne dem Ziel, also ohne dem Wettkampf, ohne dem Olympia jetzt im Herbst, ist es einfach fünfmal schwieriger, irgendwie eine Diät durchzuziehen, finde ich. Deswegen setzt euch Ziele, macht irgendwie ein Fotoshooting, macht irgendwie einen Tag X aus oder so, eine Wette mit einem Kollegen, wer stabiler aussieht in ein paar Wochen. Weil dann hilft es euch extrem, auf jeden Fall da durchzuziehen. Hier, kleiner Tipp am Rande. Gluttonous is shit. Coming from a guy who's eating a whole box of crumble cookies, I don't think I have that right. But I just see it and I get pissed off like, you gluttonous piece of shit. You shouldn't be eating that, all that. You don't need that. You're getting the gym. Roid rage. I got plenty of that going around. Plenty of roid rage, man. It's not even roid rage. It's hunger. Hangry. I'm hangry. We eat every meal next to each other. We train every single day next to each other. We cheat on our diets together. I'm 195. Mike's 185. Wait till I get to 185, bro. Wait, I'm behind. I lost like 2.5 pounds overnight. I went to bed the hungry. Wisst ihr, was ich interessant finde? Wenn man einen Zwilling hat und die beiden das gleiche machen und dann beide trotzdem anders aussehen. Schon lustig, wir haben auch zwei gute. Der eine ist noch nicht Profi, der andere ist Profi. Die lieben Twins aus Deutschland, die Men's Physique Twins, Fabi und Marcy, auf jeden Fall liebe Grüße. Checkt auf jeden Fall mal bei denen vorbei auf Insta. Sehr stabile Jungs, aber da ist auch so, der eine, ja, wächst anders als der andere und ja, hat auch ein bisschen andere Physik, obwohl die echt immer auch zusammen trainieren, essen und ja, der eine ist sogar Profi tatsächlich, der andere nicht, also ist echt strange manchmal, aber ja, man, geil zu sehen irgendwie. Stell dir vor, ihr habt so einen Twin und dann müsst ihr gar nicht mehr in den Spiegel schauen, sondern seht anhand eures Bruders oder der Schwester, wie ihr aussieht. Irgendwie witzig. Was and woke up the leanest I ever was. So those two translate. You gotta be f***ing hungry to lose weight. Being hungry and going to get groceries is the worst thing you can do. I gotta get a haircut today too. Ja, den Haircut, den sollte ich mir auch mal wieder zulegen, aber da sagen sie richtige Sachen. Hungrig einkaufen gehen, dickes Minus. Also
da habe ich Gott sei Dank meine Alice, die, wenn das der Fall ist, die Einkäufe übernimmt, weil ich bin einfach immer nur lost im Laden dann. So I can look all pretty. You guys want to go see us get groceries for the 100th time? Huh? You guys sick of that yet? It's too small. Like what? All right, first things first. We like to have multiple protein and carb sources because I don't like eating the same thing every day. What about our fruits and veggies? Das finde ich tatsächlich wiederum ist eigentlich ein Punkt, den würde ich dir mal ins Herz legen, und zwar jeden Tag dasselbe zu essen, gerade in der Diät, weil dann ist das einfach eine Nebensache und die Jungs scheißen gut und gern mal rein in ihrer Diät, hab ich mitbekommen, beziehungsweise sagen sie ja auch, was ich auch gut finde, denn das kann passieren und es passiert nicht gerade wenigen. Aber das wird auf jeden Fall helfen, um bei denen ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und mit der Struktur wird das Essen, wie gesagt, ein bisschen zur Nebensache. Und du kannst einfach deine Meals machen, einfach essen. Du musst nicht zu viel überlegen. Denn wie ihr wisst, überlegen mit als Bodybuilder ist sowieso schon mal was. Spaß. It's just a fucking fat source. It's clean fats. It's avocado. It's good as fuck. Then you're going to want to get the Lighthouse. Cheddar cheesy Paw Patrol dip snack packs. Make sure you got any white fish is mean as fuck, meaner than chicken. And I think for me, it digests really easy. So that shit smells, bro. Don't bring that in the crib, bro. I need fish. Fish like that, bro. What the fuck you talking about? Fish, huh? I smelled woman worse than this, bro. Geil, ist auf jeden Fall geile Proteinquelle, aber machst halt echt. Kannst ein Kilo Fisch in 34,5 Sekunden wegessen und du bist nicht wirklich gesättigt davon. Also, ja, wäre nicht meine erste Wahl. Mache ich zwar immer mal gern mit rein, aber nicht die erste Wahl, wenn es darum geht, in der Diät, was zu essen, was ein bisschen sättigt doch. If it's not grass-fed or organic, bro, I'm not eating it, I'm not gonna lie. It's more expensive in the long run. But like, you digest it way quicker. Yo. I feel better after eating it. It really does matter, truly. It's macro. That shit, get that out of my face. So we're gonna go with that organic chicken tenderloins. Free range, okay? You know what free range means? That they throw all the chickens in the range and then they fucking shoot them with a shotgun. California raised. I don't like anything in California. I bet this chicken is transgender or some shit. Yeah, if you're eating these for gains, then you just, it's gonna be fucking impossible to get gains. Because what the fuck? It's impossible to be healthy and eat these bitches. I mean, it's not even lower calorie. What is the point of impossible wild nuggets? It's impossible to digest. That's what it is. Yeah. Like 500. Yo, what is it? Der gute Walmart hier auch mal wieder am Start. Wenn ihr die letzte Reaktion mit Sam gesehen habt, also USA wisst ihr, wo ihr zu shoppen habt. Aber finde ich geil den Laden, weil der immer gleich aufgebaut ist, meistens jedenfalls. Wir waren letztens in einem Laden, der dachte sich mal, okay, wir haben einfach keine frische Theke, sprich, die hatten gar kein Fleisch in dem Laden und kein Gemüse und Obst. Sind nur reingelaufen, waren total lost, haben eine halbe Stunde nachgesucht, bis uns die Mitarbeiterin gesagt hat, das gibt bei uns nicht, aber ja, das war auch wild in New York. Yes. Lavish, bro. What the fuck? What is it? Yo, 60 calories for this entire flatbread. Yeah, it's flax, oat bran, whole wheat. It's a hack, bro. Grab that. This is classic for anyone who cuts. Canned tuna, quick, easy. I honestly like it, so I mean, if you're gonna complain about some canned tuna, 22 grams of protein, 100 calories. Our sauce is most important part for your bland ass cutting meals. I usually go with mustard, zero calorie options are the best. I order them all mine online. Der gute Frenchies in den USA haben die so Senf ohne Kerls. Der ist auf jeden Fall stabil. Gell, Schatzi? Der Frenchies Senf. Der kann einiges. Alicia und ich haben uns in Miami daran tot gegessen, aber ich glaube, wenn wir wieder in den Staaten sind, wird er zurückkehren. And honestly, because there's so many like good sauces that are made for bodybuilders, the mustard though. Hier der Ranch im Hintergrund, der sieht auch nicht schlecht aus. Schmeckt brutal, aber
Junge, Junge, nicht gerade die beste Wahl für deinen Körper. Spicy brown, good as fuck. Going to be organic. You can have the basmati. So, I used to think a lot of this low shit didn't matter, and then I started cutting and realized it actually does. Honestly, Pop-Tarts be tasting like shit, but they're so good at the same time. Ja, muss ich auch zustimmen hier dem Twin. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne beide Namen nicht, deswegen verzeiht es mir, aber Pop-Tarts irgendwie, beißt rein, denkst dir, stabil. Und zwei Minuten später, und nicht mal zwei Sekunden später, denkst du eigentlich voll die Scheiße. Das eigentlich ist gar nicht so stabil, auch vom Geschmack nicht, aber immer wieder greifst du drauf zurück. Like, how are you dry as f, but good as f? I mean, I love me a cherry Pop-Tart, brown sugar. If you got these at the crib, you fat as f. Like, if you have, you f shit if you got these at the crib. That's literally as big bags. Like, imagine you, like, go in the pantry and you're in the morning, you're going to school, you're pouring out the biggest bag of Crave you ever fucking. Crave is so like good. No, now that I think about it, I can eat that in one sitting, bro. Like, how is this even, like, good for you? Like, I'm looking at it, it's stale as fuck. Bro, what do you mean good for you? It's not. Nobody's buying it because they think it's good for them. It tastes fucking good. Perfect for arm day. If your mind stays continuous with set after set after set, that's what makes you better. Was every day of you to look at myself in the mirror and see what I'm building. You never want to show the weight that you're scared, that this is some heavy ass weight. Ganz sind auf jeden Fall beim Start bei den Jungs. The greatest moment. Mich immer interessiert eigentlich immer, wie so Influencer dann tatsächlich auf der Bühne auch aussehen würden. Also ich meine, es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Leuten, die so im Gym krass aussehen und dann auf der Bühne am Ende. Es ist wirklich mega verschickt, weil meistens sind die, was so Terence Ruffin, bestes Beispiel, sieht so unscheinbar aus in seinem Shirt. Und dann packt er da aus auf der Bühne und sieht geisteskrank aus. Also das ist wirklich, ja, immer wieder crazy zu sehen. Deswegen würde es mich auf jeden Fall brutal interessieren, wie die Jungs auf der Bühne aussehen würden. So conditioned, also komplett abgezogen und contest shape ready. Moment of my life, winning the Mr. Olympia. When I came out, I just came out there, I did that fucking quad stomp. And it's like, the place went fucking crazy, man. You gotta be a little mental, I think, to do what I do. I don't wanna, like, sound crazy, but you have to be a little fucked up in the fucking mindset of, like, getting up every day and pushing yourself. And you're eating 12 to 16 ounces of meat and, you know, 100 to 150 grams of carbs every meal, and you're doing that 7 times, and you do it day in, day out. You've got to have a very simple mindset. You know, you can't be social, you can't be out doing a lot of other activities. Jay preached im Hintergrund. So gehört sich das irgendwie. Herrlich. So you put on the blinders and you have tunnel vision on what that ultimate goal is. I was always on track with everything. I mean, everything was structured. I lived in a fucking box in order to be the best, meaning I had no outside. People would call me with their problems, I'd hang up on them. And the phones were off. Don't bother me with negative shit. And I just went at it. Like, that's all I cared about. Like, that was what my life was like. It was like, go full fucking throttle every day. That discipline was there. I always tell everyone, it wasn't about the body, it was about the mind at first. But I trained my ass off. Ja, feiere ich aber, was die Jungs im Mucke auch feiern. Herrlich. Come on! Yep. Really even
Ja, die Shape kommt gut rein auf jeden Fall bei den Jungs, soll man sagen. Ist auf jeden Fall, tut sich da was. Jetzt müssen sie weiter durchziehen und dann sich einfach mal auf die Bühne stellen. Aber so lifestyle-technisch muss man sagen, feiere ich das auch, was die machen, weißt du, die sind. Ist auch wie bei Sam so, die geben einfach keinen Fick, machen so, worauf die Bock haben. Sind zwei Brüder, trainieren gern, fressen gern, machen gern Bodybuilding, so. Sowas, wenn ich sowas sehe, öffnet das mein Herz, weil genau so mache ich es auch und so habe ich es immer schon gemacht, früher mit meinem Bruder zusammen, jetzt hier, teile einfach mit euch, worauf ich Bock habe und versuche mich nicht in irgendeine Rolle zu drücken, sondern bin, wie ich bin und die sind genauso. Von diesen glattgeleckten Persönlichkeiten hat man genug auf den Social-Media-Kanälen, deswegen seid ihr selbst, bleibt treu zu euch selber und dann ja, macht den Shit, worauf ihr Bock habt. Ich sehe Tausende, die auch irgendwie wannabe Sam Sulek im Gym rumlaufen, sich irgendein Mikro hinklippen oder wie die sind. Das, warum seid ihr selbst? So seid ihr am besten. So ein Privatstudio zu haben, beziehungsweise so ein Home-Gym wie die Jungs, das ist schon auf jeden Fall herrlich. Kann man geschwind mal rübergehen und sich die Arme aufpumpen. Sagen, der hier, ich wollte gerade sagen mit dem Brusttattoo, wo ich realisiert habe, dass beide eins haben, der hat immer so die ästhetischere Form, der hat irgendwie, bei ihm sieht so, die Arme sehen noch ein bisschen kürzer aus und der sieht eher so runder aus, habe ich das Gefühl. Jawohl, hier sieht man schon mal ordentlich durchgestreift, der Crossover hier, so wie sich's gehört. Dips auch eine sehr, sehr geile Übung für den Trizeps, für die Brust. Also fehlt, also darf an keinem Brust-Schulter-Trizeps-Tag, Trizeps-Arm-Tag, darf nie fehlen. Irgendeine Variation, enges Bankdrücken oder Dips. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil und sehr, sehr wichtig. Also kriegt ihr hier die Tipps von Bären, wenn die Jungs hier schon keine Tipps geben, aber vielleicht kommen die ja.
up something for you. Jawohl, hat sich selber noch einen Dropsatz hier reingezogen. Genau, das ist der Moment. So muss es sein. Super Saiyan gehen. Need a bucket of shit. Fuck it. Oh, he was... Guys are just... I ain't even doing dips, bro. My chest is the rest. Some rod wave? What the fuck is it? Oh, I'm fucking having to do that shit again. Da waren keine Tipps mehr mit dabei, aber ihr habt es gesehen, was die Jungs einkaufen, was die Jungs an ihrem Arm Day machen. Klassischen Armpump holen sie sich auf jeden Fall ab. Beim Einkaufen haben sie endlich mal die Wahl zu vernünftigeren Lebensmitteln gefunden, aber gucken wir mal, wenn ich mal wieder in den USA bin, packe ich mir die vielleicht und dann zeige ich denen mal, wie man richtig auseinander nimmt im Gym. Naja, das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut, adios und auf Wiedersehen.